Herzlich willkommen zurück zu Part 2 von Donkey Kong Country 2 Diddy's Conquest. Im letzten Part haben wir die erste Welt so gut wie abgeschlossen und jetzt machen wir weiter. Auf dem Schiff von King K. Rool. In der ersten Welt von DKC 2. Funkys Flüge 2. Wieso 2? Eins habe ich noch nicht gesehen. Goody Woody, ich bin der coole Funky und meine Fluggesellschaft bringt euch überall hin. Vorausgesetzt, ihr habt den Ort bereits einmal erkundet. Logisch, oder? Mann, bin ich cool, brrr. Flugzeug mieten, 2 Münzen, Flugzeug verlassen. Ja, okay, wenn wir das mieten, können wir in andere Welten reisen, aber da wir noch nichts gesehen haben, verpissen wir uns wieder. Total sinnlos eigentlich. Ihr wisst ja, Funky ist cool. Total sinnlos eigentlich. Man kann nur dahin fliegen, wo man schon mal war. Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Aber egal. Crow's Nest. Soweit ich weiß, ist das ein Vogel. Ein Piratenvogel. Wie funktioniert der nochmal? Okay, ich spiele erstmal mit... Ah, genau. Wir müssen auf die Eier springen, soweit ich weiß, und dann ihm die an die Birne werfen. Oder vor die Brust. Scheiße. Oh, hier oben sind 2 Münzen. Hoffentlich kommt jetzt nicht der erste Fail. Jetzt muss ich mich anstrengen. Streng dich an, Siroma. Und das beim ersten Boss, das gibt's doch nicht. Okay. 1:1. Nur er hat 4 oder 5 Leben. Ich habe nur 2. Bam. Bin in Führung gegangen, du Vogel. Quau. Oh, was macht er jetzt? Eine neue Attacke. Oh oh. Zack, da kriegst du eine vor die Füße. Du Lümmel. Gib mir ein Ei. Gib mir ein Ei. Gib mir ein Ei. Eins, das ich auch benutzen kann. Ja, endlich. Jawohl, gewonnen. Damit ist die erste Welt abgeschlossen. Super. Gucken. Und hier können wir jetzt auch sehen. Ausrufezeichen. Alle Bonuslevel. Donkey Kong Münze. Alle Donkey Kong Münzen. Auf in die zweite Welt. Krokodilkessel. Das hört sich nach einer Lava-Welt an. Sieht auch danach aus. Keine Zeit verlieren. Anfang. Lava-Samba. Okay, wir tanzen jetzt Samba mit der Lava. Das möchte ich jetzt sehen. Oh, noch eine Ratte. Genauso wie in der ersten Welt. Fängt an mit einer Ratte. Ja, jetzt wollen die mir irgendwas sagen. Oh, und diese Gegner sind scheiße. Die rempeln nicht an und... Also wenn die einmal angerempelt haben, dann hast du... Oh, was ist das denn? Da oben ist eine Kiste. Egal. Wenn die einmal angerempelt haben, dann hast du Probleme rauszukommen. Und wir hüpfen hier auf den Krokodilen rum. Vielleicht heißt es deswegen Samba. Also mit den Krokodilen tanzen. Und da ist Diddy. Ich bleibe jetzt einmal bei Dixie, weil die fliegen kann. Die könnte hier ein bisschen hilfreicher sein. Aber ich gucke jetzt doch mal nach, was... Fliegen tut man, wenn man... Übrigens, wenn man Y gedrückt hält. Und auch diese Rollen. Springen tut man mit... Mit B. Ja, wieso habe ich jetzt gewechselt? Oh. Ja, und wie gesagt, auf Huckepack nehmen, auf A und so. Ich hätte das schon im ersten Part erklären können, aber naja, habe ich vergessen. Macht doch nichts. Deswegen erkläre ich es euch ja jetzt. 2 Ballons. Zwei Ups. Ich wollte mit Dixie spielen, habe ich schon wieder vergessen. Ah, und der schießt uns hoch, okay. Noch eine Bananenmünze. Ah, und den Soundtrack hier finde ich richtig schön. Erinnert mich an die alten Zeiten, als ich noch mit meiner Mutter gespielt habe und noch jung war. Okay, das O. Heißen... Ich meine, die hießen Cruncher. Oh, habe ich jetzt eine Kanonenkugel übersehen? Oder ist die hier in der Kiste drin? Habe ich eine übersehen? Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, die kommt noch. Nee, die kommt nicht mehr. Oh, und der nächste tierische Helfer. Aber ich muss jetzt erst die Kanonenkugel suchen.
Dann komme ich zu dir. Hier ist die Kanonenkugel. Hab ich jetzt echt vergessen? Ah, hier ist die bestimmt drin. Die Kanonenkugel. Ja, hier ist sie drin. Glück gehabt. Bonuslevel. Sammel die Sterne. Wie viele? 60. Oh, ich sollte keine Zeit verlieren. Aber da habe ich schon... Oh, ich habe einige übersehen. So ein Mist. In den Bonusleveln kann man übrigens nicht sterben. Wenn man getroffen wird, wird man nur rausgekickt. Und wir haben die Mitte erreicht. Und jetzt kommen wir zu unserem vierten tierischen Helfer in dem Spiel. Das handelt sich um Squitter. Squitter ist eine Spinne und kann... Naja, sie kann Spinnennetze schießen. Was auch sonst. Also mit Y schießt man so Attacken-Spinnennetze, mit B springen und dann mit A, wo eigentlich jede Spezialattacke ist, hat auch Squitter eine Spezialattacke, und zwar runde Netze. Wenn man die nochmal drückt, dann kann man die als Plattform benutzen. Und hier oben ist auch schon was. Die tierischen Helfer werden bei Winkly oder bei Cranky erklärt. Aber ich habe das Spiel früher so oft gespielt, das vergesse ich so schnell nicht. Okay. Man kann die auch nach unten schießen, wenn man eine Richtungstaste dabei gedrückt hält. Aber Vorsicht, die Spinnennetze halten nicht ewig. Auch wenn man eine bestimmte... Man kann nicht unendlich Netze schießen, zum Beispiel, das zeige ich euch mal. Dann geht das nächste wieder weg. Also 3 ist maximal. Und hier soll ich mal eine Treppe bauen. Um zu einem Bonuslevel zu kommen. Finde die Münze. Schon wieder. Okay. Spätestens... Ah, okay, um schon hier hinzukommen, braucht man die Fähigkeit, soweit ich weiß. Oder kann man das wohl auch mit einem gekönnten A-Doppel... Also so ein... Wenn man den auf die Schulter nimmt, kann man das wohl damit... Ich glaube nicht, das war ein bisschen zu hoch. Also man muss es schon... Oh. Jetzt habe ich Squitter verloren. So ein Mist. Hier ist sowieso Squitter zu Ende. Okay. Aber hier schafft man es mit einem Huckepack-Sprung, nenne ich den jetzt einfach mal. Finde die Münze. Ach, hier ist Squitter ja wieder. Hab ich schon vermisst, mein Spinnchen. Also, im Real Life habe ich keine Angst vor Spinnen, auch nicht vor Schlangen. Meine Freundin zum Beispiel, die hat richtig Angst davor. Ah, da ist eine Spinne. Mach sie weg, mach sie weg. Und das erste Level der neuen Welt haben wir geschafft. Und wir sehen zum ersten Mal zwei Krokodilsköpfe. Der eine guckt nach rechts und der andere guckt nach uns. Dann gehen wir doch zuerst mal nach dem, der nach uns guckt. Klubbers Kiosk. Das ist die Eintrittskarte zur geheimen Welt. Halt da! Ich bin Klubber, der Fürchterliche, der Grausame, der unnachgiebige Klubber. An mir kommt ihr nur vorbei, wenn ihr Bares locker macht. 15 Creme-Münzen kostet euch die ganze Sache und wollt ihr nicht zahlen, werde ich euch davonjagen. Ja, 15 Creme-Münzen, das sind die Bonusmünzen. Die haben wir nicht. Sollen wir jetzt zahlen? Wir kriegen sowieso eins aufs Maul, ich mach kämpfen. Mehr, ihr braucht viel mehr. Auf, holt mehr Münzen. Das ist der Ticket zu je ein Level in der geheimen Welt. Aber dazu, die Level, die mache ich nach dem Endboss-Fight. Oder vor dem Endboss-Fight? Das überlege ich mir noch. Mal sehen. Zwankys Goldgrube und noch ein Quizspiel. Heute ist wieder euer Glückstag. Ich weiß das. Ihr habt das Zeug, um den großen Preis zu gewinnen. Crankys Challenge.
Wie heißt der erste Lava-Level in dieser Welt? Das war Lava Samba. Stimmt genau, hier die nächste Frage. Wie lautet der Name dieser Welt? Das war Krokodilkessel. Gute Antwort, weiter geht's. Wie oft müsst ihr den gigantischen Vogel am Ende der Welt treffen, um ihn zu besiegen? Das war 4 Mal, weil ich habe mitgezählt. 4:1 habe ich gewonnen. Alles richtig, das war ja echt super. Lucky Lava. Welche Farbe haben die Krokodilköpfe, auf denen ihr im ersten Level herumspringt? Grün und... braun. Okay, jetzt geht's weiter. Welchen Wert hat ein roter Extraballon? Ein Leben. Wie viel Level gibt es in der ersten Welt, ohne den Endboss-Level mitzuzählen? Okay. Piratenpanik. Dann das Kletterlevel. Dann das Wasserlevel. Vier. Oder? Eins, zwei. Drei. Müssten 4 sein. Oh, scheiße. Waren 5. Leider falsch. Naja, vielleicht klappt es ja das nächste Mal. Das erste Mal falsch, gell? Und einfach nochmal versuchen. Welche Farbe? Ja, okay, das haben wir schon. Er stellt doch immer dieselben Fragen, also. Ja, irgendwann will man es wohl schaffen. Wow, alles richtig. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Gorillaspiel. Wie viele Bananenstauden müsst ihr einsammeln, um ein extra Leben zu bekommen? Ja, das sind 10. 10 mal 10 sind 100. Gute Antwort. Weiter geht's. Eine Bananenstaude sind diese... ja, Bananenstauden halt. Davon sind dann 10 Einzelbananen drin. In welchem Level in der ersten Welt erscheint der Käfer zum ersten Mal? Das war in der zweiten. Gut, aber ich habe noch eine Frage auf Lager. Wie heißt die dies Freundin in diesem Abenteuer? Das ist Dixie. Dixie Trixie. Wow, alles richtig. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und wir haben ihm gezeigt, wo der Arm hängt. Ich hoffe, wir sehen euch bald wieder. Darauf kannst du Gift zählen. Böllergrube. Mal wieder mit. Obwohl, ich spiele lieber mit Dixie, weil die kann hier fliegen. Das ist ein bisschen praktischer. Da ist schon wieder ein Pfeil. Da geht's auch durch Zufall gesehen, weil meine Pfeiltaste ging nicht. Finde die Münze. Oh, und das sind Fässer, die dürfen nur die benutzen, die auf dem Bild stehen. Ich denke mal, die Münze wird oben sein. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ah, hier gibt's auch einen Trick. Den kann ich euch zeigen. Zum Beispiel, wenn man die jetzt wirft, dann braucht man nicht wechseln. Die nächste Creme-Münze oder auch Bonus-Münze. Jetzt haben wir 15, jetzt könnten wir schon zum ersten Bonus-Level gehen. Aber ich würde lieber die Bonus-Welt komplett zeigen. Ja, schieß. Der Bazooka-Mensch. Also, wie gesagt, ich würde lieber die Bonus-Welt komplett zeigen. Das passt doch irgendwie besser. In die Bonus-Welt. Ja. Ich zeige sie lieber komplett. Es ist halt nur die Frage, ob vor dem Endboss oder nach dem Endboss. Könnt ihr mal in die Kommis schreiben, was ihr lieber wollt. Vor oder nach dem Endboss. Was ist hier? Bananen. Dann geht's links weiter. Ja, an diese Level erinnere ich mich noch, aber an die späteren... ah, da wird's ein bisschen... jetzt hab ich's weggeworfen, heul doch. Wollt das O einsammeln. Wollt das O einsammeln. Ich kenn das O. Gib's mir doch sofort. Oh, und da wurde ich erwischt. Eiskalt erwischt. Ah, da ist er wieder. Perfektes Timing. Und wechseln zu Diddy. Oh, das ist eine schwere Stelle. Also ich habe bei dem Spiel früher gelernt, dass man immer einfach durchrushen sollte, weil dann sind die Gegner am günstigsten. Deswegen mache ich meistens so alles so schnell. Ach, ich scheiße jetzt auf die Bananenmünze da unten. Ah, was war da? Ein Bonuslevel. Habe ich erspäht. Und was müssen wir diesmal machen? Finde die Münze. Und wieder nach oben.
dasselbe Schema wie auch im ersten Bonus-Level. Nur, dass hier keine Köpfe abgebildet sind, sondern Pfeile. Die nächste Krähenmünze. Die Krähenmünze hat doch irgend so ein komisches Face auf. Also, irgend so ein komisches Face ist auf der Münze da drauf. Ich frage mich, ob das Klubber ist, der uns den Eintritt zur Bonuswelt gewährt. Perfektes Timing ist hier gefragt. TNT-Fass ist für den. Manchmal muss man auch die Fässer mitnehmen, weil man weiß ja nie, ob hier so eine brüchige Wand oder so ist, wo man rein kann. Oh, und da ist was für Diddy. Für Diddy, der Checker. Und da oben ist ein Bonusfass. Möchte ich rein? Wieso komme ich da nicht rein? Ah, jetzt. Kann man bestimmt auch anders hin, aber ich habe es gerade so gesehen. Finde die Münze. Claro. Ein Wespenspiel. Libellen. Wieso sag ich mal Wespen? Und ich habe vergessen, den Namen der Schlange nachzugucken. Das muss ich noch tun. Wie heißen die Wespen eigentlich hier nochmal? Habe ich auch vergessen. Naja, egal. Hauptsache das Level geschafft. Funkys Flüge ist hier oben wieder, aber ich möchte nicht fliegen. Und wir haben die Donkey Kong Münze übersehen. Haben wir sie hier gefunden? Dann holen wir sie. Habe ich ganz übersehen. Okay. Da merkt man schon, dass die Erinnerungen so langsam nachlassen. Okay, da unten war sie nicht. Was ist hier? Nur Bananen. Okay. Hier war der Typ mit der Bazooka. Wo war die Donkey Kong Münze? Ah, ich hätte auch eben das TNT fast für den Typen nehmen können. Was ist denn hier? Okay, da ist nichts. Ja, habe ich doch gerade getötet schon. Wieso lebt er wieder? Verstecke sind hier gut. Was ist denn hier? Ah, jetzt habe ich... Ah, tut mir leid. Da habe ich eigentlich schon geguckt. Okay, ganz schnell wieder hoch. Und weiter geht's. Ich finde schon wieder die Musik hier richtig cool. Okay. Hier rechts war ich. Wo könnte die verdammte Donkey Kong Münze sein? Was ist denn hier? Nichts. Jetzt bin ich in diesen Bonussprung gekommen, wo man hier nach links... rechts hätte gehen müssen. Was ist hier oben? Gar nichts. Okay. Das O lasse ich jetzt mal da, wo es ist. Was ist hier unten? Oh, aufpassen. Da ist nichts. Okay, hier ist schon wieder die Mitte. Aber wo ist die Donkey Kong Münze? Ist ja alles schön und gut, aber ohne Donkey Kong Münze? Oh. Ah. Wo könnte sie stecken? Komm raus. Ah, jetzt fällt's mir ein, wo sie ist. Ich weiß, wo sie ist. Ich kann mich erinnern. Ganz, ganz fies. Ich erinnere mich. Mit Start Select kommt man aus den Leveln heraus. Aber ich habe jetzt die Mitte aktiviert. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht war. Es war schlecht, okay. Ich muss nach ganz unten. Einfach mal. Lebensmüde.
Ich muss, wie gesagt, nach ganz unten. Und ich bin ganz unten. Die Donkey Kong Münze ist im ersten Bonuslevel. Und zwar schwer versteckt, sage ich mal. Man muss hier. Wer kommt da drauf? Okay, Start Select und wir haben alles. Level completed. Lava Lagune ist unser nächstes Level. Und hier kann man bestimmt nicht drin schwimmen. Oder Diddy, willst du ein Bad machen? Willst du ein Bad nehmen? Oh, ein anderer tierischer Helfer, den man nicht reiten kann. Der macht uns das Wasser anscheinend sehr gut, damit wir... Moment, ich muss mal irgendwas austesten. Ich kann immer noch nicht oben rechts, also nach oben rechts springen. Das ist ein kleines Problem. Oh, das war knapp. Aber wir hatten den ersten Hänger hier im vorigen Level. Auch wenn es ein kurzer Hänger war, aber... Oh, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen. Es war ein Hänger. Also in den Wasserlevel... Ja, ich finde die schön atmosphärisch. Aber ich habe lieber Landlevel. Meine Lieblingswelten sind ja Eis. Da fahre ich richtig drauf ab. Also, Donkey Kong Country 1 gibt es eine Eiswelt. Gibt es hier auch eine? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube nicht direkt. Ich muss mich beeilen. Aber ich muss auch die... Oh, scheiße. Das ist nicht gut. Ich muss auch die Secrets finden. Und die Mitte. Wir sind bei der Mitte und haben noch kein Bonuslevel gefunden. Das ist sehr schlecht. Von mal, hier gibt's nicht so viele. Oh, und... wie heißen die noch? Ich hab's nicht so mit Namen. Ihr merkt das schon, sicher schon. Hier muss ich nach oben. Wenn nicht. War nicht hier unten rechts irgendwas? Oh, es sieht nicht sehr gut aus mit den Bonusleveln. Bin schon fast am Ende. Oh, kacke, dieser Fisch. Hat er mich aufgebissen. Was? Hier gibt's noch einen Guard? Gar nicht gesehen. Hier oben ist auch was. Oh, dieses Level. Ah, hier ist eins. Wegen der Banane. Das Fass ist nicht umsonst da. Mach alle Gegner fertig. Ah, deswegen On Guard. Aha. Alles klar. Alle Gegner fertig machen, soweit ich weiß. Hätte auch finde die Münze heißen können, aber... Hä? Wieso ist hier ein On Guard-Sperrschild? Und hier auch? Also gibt's doch einen im Levelverlauf. Habe ich aber nicht gefunden. Alles klar. Fischi. Robbe. Eine Robbe. Weil die können auch explodieren, oder nicht? Deswegen bin ich bei denen ein bisschen vorsichtig. Oh, und da waren zwei Münzen. Muss mich wieder beeilen, aber mache ich nicht. Oh, scheiße, jetzt muss ich bleiben. Ah, hier unten rechts ist was. Irgendwo unten rechts ist irgendwas. Das wusste ich noch. Und die Donkey Kong Münze. Haben wir da diesen Super Mario Stern. Und das Ziel. Hoffentlich haben wir alles gefunden. Ja, wir haben alles.
Und oben ist Wrinkly. Dann speichere ich mal eben ab. Dann gucken wir auch mal gucken. Diese dumpfen Krokodile, sie wollen nur lernen, wie man kämpft und Affen besiegt. Speichern ist gratis. Okay, wir haben 22%. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wie immer bitte ich um Kommentare und Verbesserungsvorschläge. Und freue mich, wenn ihr den nächsten Part einschaltet. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein!